nicht und so. Okay. Lauf, 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 lauf. Also, das weiß ich nicht, wie man das schaffen soll. Hätten wir nur ein Save State benutzt. Die gibt's ja auch noch. Die können wir gleich mal benutzen, indem wir... Ich glaube... So, oder... So, kleinen Moment, ich guck mal hier oben im Menü drin, da stand das nämlich... Shift und F1. Jawohl. Road Save State. Save State wurde gespeichert. Ich habe mir jetzt so komisch zurückbewegt, weil ich gerade die Tasten verwechselt hatte. Und ich durcheinander war. Ja, ich will nicht so viel labern, obwohl ich ist ja Let's Play, also ich muss viel labern, also habe ich gerade wieder Scheiße gelabert und ja, ihr wisst schon, was ich meine. Also mein Headset irgendwas hat das jetzt, ist das blöd oder so, das liegt am Emulator. Ich habe dort auch einen besseren Sound eingestellt als der Standard von früher. Vielleicht liegt es daran. Aber man merkt den Unterschied, das ist richtig Surround, nenne ich es mal. Nein, es ist nicht Surround. Es ist Stereo. Ich weiß nicht, wie ich meine Aussprache komme. Stereo. 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 Bleiben wir beim Deutschen. What the fuck? Alter, haben wir das Glück gehabt. Okay, wir gehen jetzt nicht dann da unten rein. Das hat uns jetzt schon fast zweimal unser Leben gekostet. Die Musik ist auch wieder genial wie bei allen Spielen von früher. Ich nehme schon mal ein Save State. Ach, jetzt sind wir wahrscheinlich schon am Ende. Was gibt's denn hier schon? Ist ein Maulwurf mit einer Kappe, so wie es aussieht. Oh yeah, der kann mich nicht erinnern. Jawohl, das war geil. Ich habe diesen Sound geliebt von diesem... Wie soll ich das sagen? Das sieht man dann später noch. Was nehmen wir? Was nehmen wir? Was nehmen wir? Das. Keine Ahnung. Ach, hier, so runterziehen. Ja genau, da kommt, bekommen wir Geld oder wir bekommen so Zeug auf den Kopf geschmissen, so ein Gewicht oder sowas. Genau, diese 10 Tonnen Gewicht. Man weiß dabei nie, welches man runterdrücken muss, wo was drin sein könnte. Jawohl, zweimal Geld gehabt. Und das habe ich. Nee, das war's noch nicht, oder? Doch, das war's. Jawohl. 34 bekommen. Wozu ist da unten jetzt der Name? Die Buchstaben sind dann. Wie war das jetzt komisch, keine Ahnung. Rice Beach, Reis. Reis ist doch Reis, oder? Keine Ahnung, nächstes Level. Curse 2. Oder Curse 2. Keine Ahnung. Hier gibt's bestimmt. Ne, gibt's nichts drin, ne? Oh yeah, die Teile kann ich dann auch noch erinnern, die hier runterfallen. Ja, die sind auch geil. Da oben geht es irgendwo durch. Da gehen wir mal hoch. Können wir hier... Nee, können wir nicht. Wow, das war jetzt knapp. Nein, das war noch knapper. Denn wir haben das Vieh sogar getroffen, so gut sind wir. Sind wir, hm. Der bin ich, aber irgendwie zum Let's Play. Wir passt einfach besser. Nö, jetzt wollte ich das Teil eigentlich da mal in dieses Store-Dingens, in diese Tür kann man das auch nennen. Was ist das? Sieht ja geil aus. Hey! Flammenwerf. Hat das auch Munition oder sowas? Hey, Schleime. Oh, hoffentlich gehen die Viecher nicht hoch. Okay, gehen wir einfach mal dran vorbei. Ich glaube, da kann es am wenigsten passieren. Sterben, du? Ah, das sind sowas wie Sprungschanzen. Unter Wasser kann der auch Feuer verschießen, aber hier sind jetzt irgendwie Pfeile.
Du solltest eigentlich sterben. Genau. Und Luft hat der Wario auch so viel er möchte. Hat er ja immerhin verdient. Er muss ja immer den Bösen spielen, also. Hier gibt's. Ah, genau hier, wenn man eine bestimmte Münze oder sowas gesammelt hat, konnte man die einsetzen. Also, ich glaub's. Also, ah, nee. Ah, ja, jetzt weiß ich wieder. Wir müssen jetzt noch suchen, denn ohne diese Münze kommen wir nicht da unten rein. Ja, beziehungsweise können wir das Level nicht komplett abschließen. Das ja recht logisch wäre. Ein Leben und so ein komisches Teil da. Okay, das ist jetzt ein Ding, jetzt kommen wir nicht. Ab nach oben. Das war jetzt nicht so das Optimale, aber schon wieder so, keine Ahnung. Soundbugs. Okay, jetzt können wir noch ein paar Viecher verfackeln. Verfackeln, weil hört sich lustig an, wenn man das ins Englische übersetzt, das Fackeln. Also nicht ins Englische übersetzt, sondern Englisch ausspricht und das Ganze dann ins Deutsche übersetzt. Wenn man das jetzt Englisch nimmt, also das versteht ihr bestimmt schon. Wow, Glück gehabt, dass wir unseren Feuerdingsbums hatten. Ah, das war bestimmt ein Alternativausgang. What the fuck? Nee, doch nicht. Ich hab gedacht, wir sind nicht gleich zu Ende. Das sind wir auch. What the fuck? Ich verarsche. Oder wie? Okay, das heißt, wir müssen die Münze suchen. Denn wir haben keine Münze gefunden. Oder so. Also, ich weiß es nicht. Die ist bestimmt da oben. Ne, da kommen wir gar nicht hin, oder? Ein bisschen rumspringen hier. Vielleicht ist hier eine versteckte Kiste oder sowas. Also waren die Teile da oben irgendwie total bekloppt da? Das jetzt nehme ich jetzt doch lieber mal. Das hat sich gerade angehört wie von Zelda. Dieses Geklimper-Klimper-Zeug da. Leck mich. Ah, das sind kleine Lecks, die das Programm hat mit diesen Soundbugs. Wenn wir jetzt hier irgendwo mal nach weit nach links gelaufen sind, werde ich das schnell beheben, wenn wir in Sicherheit sind. Fall noch runter, du Sack. Okay, der große Wario wäre jetzt hier echt cool. Kommt man da drüber? Kommt man da? Nee. Oh, ich hab Schiss, dass es vier nur die hier runterfällt. Nee, das ist da. Das irgendwie Wolllisten oder sowas. Ich glaube, oh, unsere Zeit wird knapp, unsere Zeit wird knapp. Gut, eins. Runter, ich will runter, ich will runter. Scheiße gebaut. Okay, ich glaube, das wird schon die erste Map werden, wo wir Probleme bekommen. Jetzt brauchen wir nicht unbedingt. Also ich kenne mich ja null aus, wie schon gesagt, mit dem Spiel, ich muss das jetzt alles rausfinden. Das war, glaube ich, nicht die Münze, die wir gesucht haben. Wir haben so ein Feuerdingens. Machen wir alles hier mal kaputt. Damit wir auch alles bekommen. Was denn das? Hey, damit können wir fliegen. Ah, jetzt sehe ich da auch gerade einen Sinn drin. Ich hoffe, wir schaffen das noch. Komm, fall runter, du Sack. Nein. Gut, ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen.
Ich nehme jetzt die alte, gute alte Technik. Auf die Teile springen und einfach tot gehen. Scheiße. Gut, ich probiere das jetzt schnell zu beheben, das Problem. Bin gleich wieder da. Hallöchen Leute, zurück. Ich hoffe, das Problem hat es jetzt gelöst. Mein PC rattert auf einmal alles durch. Ich habe keine Ahnung, was der jetzt macht. Okay, sind wir jetzt wieder am Anfang. Gut, wir werden mal gucken, was wir jetzt machen müssen. Wer das Spiel schon mal gespielt hat, es wäre nett, wenn ihr in die Kommentare mal alles reinschreibt, was ihr so wisst. Wie ihr das Spiel findet und wann ihr es das erste Mal gespielt habt. Weil das interessiert mich wirklich mal. Ich gehe wieder da oben rein bis letzte Mal. Scheiße. Das war's. Ich hatte halt nicht funktioniert. Gucken, ob ich das Vieh jetzt mitnehmen kann. Und uns das nicht entwischt. Ja, eine Retro-Woche ohne Mario oder Mario-Inhalt ist eigentlich fast nicht zu schaffen. Wir hätten es geschafft ohne, denn wir haben ja Mega Man. Sonst bin ich jetzt Mega Man. Oh, jetzt leckt mein PC aber wirklich extrem. Keine Ahnung, was die Zeit macht, das kriegt ich schon gerade mit. Ich denke mal, ich muss die Aufnahmen dann auch schon das erste Mal pausieren. Denn wie ihr seht, hat irgendwie mein Computer rum, hat irgendwie keinen Bock, ist blöd, hat zu viel gegessen oder hat Blähung. Gucken wir, gehen mal runter. Ihr merkt, der hat wahrscheinlich Blähung. Das sollte man nicht, ist eigentlich nicht zu lachen, aber das kommt schon mal ganz lustig, wenn ein PC Blähung hat. Bis 50 werde ich aufnehmen, wenn wir jetzt 43, also sehr unzeitnah. Komm, du Scheißteil. Ich hab keine Münze. Ich weiß auch nicht, wo die ist. Bin ich Jesus oder wie? Nee, es kommt nah ran mit Jesus. Ich weiß, aber trotzdem. Oh, hier, hier. Machen das ist Verbrennungsscheiß. Ich wollte ja unsere schönen Chat weg haben. Was haben wir hier? While I have ja eine Idee gehabt. Okay, die Idee war nicht so gut. Okay. Ach, ich wusste es doch. Es gibt hier irgendwo ein Versteck. Alter. Und schöne Lags, jetzt wird es extrem schwer hier. Und wir haben es nicht geschafft. Ja, es leckt mir jetzt viel zu sehr. Ich bestimmt jetzt wieder alles asynchron, aber keine Ahnung warum. Auf jeden Fall, das war's für heute. Ich tue diesen und ciao, bis zum nächsten Mal. Das wird ganz bestimmt morgen sein. Ciao.